Sie waren dann auch zuständig für den Abzug der, ich glaube, 340.000 Sowjetsoldaten waren es gewesen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Jetzt greife ich mal das auf, was Sie vorhin gesagt haben. Dort konnten Sie ja nicht als Deutscher einem Nein. Deutschen begegnen. Wie sind Sie damit umgegangen? Also, als Generaloberst Burlakow kam, der war vorher war Snetkov, der wurde viel besser. Snetkov war ein Mann, der keinen ran ließ, der wissen ließ, er ist der Sieger und wir haben kleine Brötchen zu backen. Snetkov hat gesagt: Okay, es ist, wie es ist. Ich habe da Herr Burlakow. Unsere Staats- und Regierungschefs haben das beschlossen und wir müssen es ausführen. Und dann haben wir, der General Förster hat das hervorragend gemacht. Er war schon tot. Und da wurde sehr klar, dass er mit dem Burlakow zu tun hatte. Und nachher habe ich mit Burlakow in der Nähe von Strausberg getroffen, haben wir einen Zusammenstoß gehabt, unglaublicher Art. Es war vielleicht ein Übersetzungsfehler. Ich habe übersetzt, Deutsch gesprochen und habe gesagt, ich glaube, Sie haben noch Atomwaffen hier in der DDR. Und dann raste er aus. Meine Frau war mit dabei und seine Frau auch. Die hatten sich auch unterhalten und plötzlich war es so. Herausgestellt, es war ein Missverständnis, falsch übersetzt oder wie auch immer. Aber sonst war es gut, das Verhältnis. Und wir haben das gut hinbekommen, weil er wusste, seines ist auch Zeit. Ich war im Abschied bei ihm im Wünsdorf. Da habe ich noch mal gesehen, was er alles hatte. Tiergarten und alles drum und dran. War alles zu Ende. Ein Flügel, ein wunderbarer Flügel. Hat meine Frau gespielt, dachte, er hat ihn verabschiedet. Also nachher ging ich mit Burlakow ganz gut. Und also ich würde sagen, er hat sich verdient gemacht. Also es ist ordentlich gewesen. Er hat Sachen hier gelassen, die er mitnehmen sollte und mitgenommen, die er hier hatte. Aber das war Friede seiner Asche ist gut.